den ja, Last-Minute-Sieg, der sich wie anfühlt heute für Violett und für dich? Ja, große Erleichterung. War schon immenser Druck, der auf uns gelastet hat und die letzten Wochen waren natürlich nicht leicht und deswegen sind wir einfach heute einfach mal glücklich, dass wir gewonnen haben und das Gefühl ist wunderschön. Stimmt, gerade Sportdirektor Günter Kreisler hat gemeint, zwei komplett konträre Hälften. Gehst du da auf der Korb, bist du einverstanden mit dieser Analyse? Ja, stimmt. In der ersten Halbzeit hat vielleicht Sturm schon die eine oder andere bessere Möglichkeit gehabt, vor allem am Anfang. Und zweite Halbzeit, denke ich, war wieder besser und haben halt das Tor gemacht und hinten 2-0 gespielt. Das war sehr wichtig, dass wir auch hinten mal kein Tor bekommen, weil vorne sind wir eigentlich immer für ein Tor gut und das hat dann heute gefruchtet. Länderspielpause gut oder schlecht? Jetzt. Ja, sagt man immer natürlich, dass, dass wenn man gewinnt, dass es weitergehen kann, aber das ist uns eigentlich jetzt egal. Wichtig war, dass wir die Punkte geholt haben und den Anschluss zur Meistergruppe doch geschafft haben. Und klarerweise noch nicht alles eitel wonne, es gibt noch viel Arbeit, oder? Ja klar, wir müssen sehr viel verbessern noch, aber jetzt hier kommt auch das Selbstvertrauen zurück, das ist auch der Grund, warum vielleicht die erste Halbzeit nicht alles so funktioniert hat auch, aber ja, auf dem Platz ist es auch nicht sehr, sehr leicht, muss ich sagen, sehr glitschig, man hat gesehen, dass die Spiele herumrutschen und auch, dass das dann ist auch zu kombinieren, viel schwieriger und ja, aber ja, wir sind heute einfach glücklich. Leichte Versöhnung mit den Fans auch irgendwo dabei gewesen in dieser Schlussphase? Ja klar, man hat auch gesehen, zweite Halbzeit, wenn die Fans kommen und uns unterstützen, dass er dann auch vielleicht mehr Prozent mal aus sich rausholen kann und wir müssen als Einheit auftreten, am besten der ganze Verein, Fans, Spieler, Vorstand, alle zusammen. Dann kann man auch erfolgreich sein. Und das war sehr schön, dass wir zweite Halbzeit das heute auch gezeigt haben. Danke.